Ja, hallo und grüß Gott, meine Damen und Herren, zum Teuerspodcast heute am 9.01.2015. Heute ist großer Tag, denn heute ist an den Märkten steht der US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Und zunächst mal kurzer Blick auf den Chart und dann schauen wir uns genau dieses Event heute an. Der Chart vom S&P 500, Sie erinnern sich vielleicht an den Podcast vom Mittwoch, da war alles noch ganz trübe, aber habe ich schon gesagt, wahrscheinlich ist das gar nicht so ernst gemeint, denn wir haben im DAX genauso wie im S&P eigentlich nur so eine Art Schiebezone, so eine Seitwärtsrange, die sich der Markt jetzt gebastelt hat. Und wie man sieht, ist der S&P jetzt schon wieder 40, 50, 60 Punkte höher vom Tief, was wir von nur 3 Handelstagen erzielt haben. Hier sieht man es am 6.1., also in Bayern war der Feiertag am Mittwoch. Und insofern sieht die Welt eigentlich schon gar nicht mal so schlecht aus. Sicherlich, Sie erinnern sich vielleicht an das Thema Saisonalität, kann es sein, dass der S&P nochmal, ja zumindest mal diese Lücke, dieses Gap hier schließt in den nächsten paar Handelstagen. Aber letztlich haben wir jetzt doch eine sehr starke Aufwärtsdynamik. Und wir haben, und jetzt kommen wir zum Thema, heute den Employment-Bericht. Der Employment-Bericht ist aber nichts anderes als der US-Arbeitsmarktbericht. Will jetzt gar nicht auf die Zahlen eingehen, was der Markt erwartet oder was gut, was schlecht ist. Zumindest mal zuletzt war der Arbeitsmarkt in den USA sehr gut gelaufen. Und wie man hier sieht, habe ich mal mit diesen blauen Pfeilen so einen virtuellen Einstieg markiert und hier mit dem weißen Pfeil dann den Ausstieg markiert. Und was ist das für eine Strategie? Die ist eigentlich total einfach. Sie kaufen einen Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zum Schlusskurs. Das sind jetzt ungefähr die Kurse, die es jetzt auch noch gibt. Und beim S&P 500 wäre der Schlusskurs dann um 22 Uhr. Das ist jetzt die Kasse, nicht der Future, der um 22:15 Uhr schließt. Und wir halten, man sieht es selber, 1, 2, 3 Tage. Also sprich, man hält den Freitag, das wäre jetzt das Announcement, man hält den Montag und dann den darauffolgenden Dienstag. Einfach eine Long-Position. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie der Markt performt hat, die letzten Male, die letzten Monate oder Jahre, kann man schon sagen. Normalerweise übrigens der Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag eines Monats. Und heute ist es ein bisschen anders, weil wir im letzten Jahr einfach diese Neujahrswoche hatten, wo noch sehr, sehr wenig Betrieb ist. Deshalb hat man den Bericht um eine Woche verschoben. Und wie man hier sieht, der S&P hat eigentlich und ziemlich klar ein positives Bias, also eine positive Ausgangsposition, wenn man so will, für dieses Event. Das ist die Portfoliokurve. Also immer dann, wenn wir einen S&P 500 gekauft hätten, dann hätten wir dieses Ergebnis erzielt. Wenn man sich jetzt mal die andere Kennzahl anschaut, dann sieht man hier, wir haben einen Profitfaktor von 2,5. Wir haben eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 77,78% bei diesem Event. Also man sieht, dass der Markt einfach heute von der Tendenz her bullisch ganz klar ist. Und man sieht auch, dass der Markt, wenn die Arbeitsmarktdaten dem Markt gefallen, wie gesagt, ob sie dann von den Zahlen her so oder so sind, das werde ich jetzt nicht kommentieren, weil das zeigt einfach die Erfahrung, das ist dann erstmal egal. Der Markt entscheidet, der ist hier der Richter, wenn man so will. Und wenn dem Markt heute die Arbeitsmarktdaten schmecken sollten, dann dauert dieser Move in der Regel auch ein bisschen länger. Hier sieht man es ganz gut. Also so ein, zwei, drei Tage. Auch hier, okay, hier war jetzt noch ein bisschen Drawdown dazwischen. Wir haben auch nur einen kleinen Gewinn gemacht. Beim letzten Mal haben wir einen kleinen Verlust gemacht. Aber so vom Prinzip, das sieht man an der Grafik hier ganz gut, ist der Arbeitsmarktbericht schon bullish. Das heißt, für heute sollten Sie auch die Shorts nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man sollte, wenn man Long-Position hat, die Long-Position halten, beziehungsweise wenn man Trading-Signale auf der Long-Seite hat, einfach diese Trading-Signale dann auch nehmen. Denn, wie man hier sieht, hat der Arbeitsmarktbericht positive Auswirkungen in der Regel auf den S&P 500. Und logischerweise auch auf den DAX, das ist ja klar, die Märkte hängen zusammen, sind korreliert, wie man so schön sagt. Und deshalb ist das alles heute in Anführungsstrichen relativ entspannt, relativ einfach. Insbesondere wenn Sie dann sehen, dass um 14:30 Uhr die Daten vielleicht dann doch positiv aufgenommen werden, dass man sich dranhängt, vielleicht einen kleinen Pullback abwartet und dann reingeht, dass man zumindest mal die nächsten 2, 3 Handelstage auf der positiven Seite liegt, auf der Long-Seite liegt und nicht jetzt gegen die Wahrscheinlichkeiten Short geht. Also die Wahrscheinlichkeit für heute und für Montag und auch für Dienstag
ist eher auf der Oberseite, sprich auf der Longseite zu finden, die Gewinnwahrscheinlichkeit. Und deshalb sollte man sich, zumindest mache ich das immer, auch dran halten. Das war's für heute. Jetzt noch ein schönes Wochenende, Happy Trading natürlich. Und wir hören und sehen uns am Montag wieder. Bis dann, ihr Heiko Seibel. Tschüss.